Einen wunderschönen, jetzt erhellten Nachmittag, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass dieses Panel hier so gut angenommen wird. German Jazz Expo, Sie wissen alle, worum es hier geht. Es können sich verschiedentlich Bands aus, in diesem Fall für dieses Panel, können sich Bands aus Deutschland bewerben, um sich hier zu präsentieren auf der Jazz Ahead. Ich hatte es vorher schon mal erzählt, jetzt möchte ich es nochmal kurz erzählen, wie es funktioniert. Man bewirbt sich etwa von September bis Mitte Oktober ist die Bewerbungsphase für die Bands. Alle, die sich fragen, wie kann ich da vielleicht auch mal mitmachen. Im November tagt dann die Jury und wählt aus und man wird eingeladen. Es waren dieses Mal etwa 50 Bewerbungen, nicht etwa, es waren weit über 50 Bewerbungen. Es war ein riesiges Vergnügen, sich diese ganzen Bands anzuhören. Ich muss sagen, es ist ein, wenn man sich vorstellt, das sind alles Bands aus Deutschland, ein Niveau, das wir hier haben, das ist wirklich das braucht sich vor dem Internationalen überhaupt nicht zu verstecken. Und diese 10, die wir jetzt ausgewählt haben, sind wirklich großartig und vor allem glauben wir auch damit, Ihnen eine große Breite des deutschen Jazz Today vermitteln zu können. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz, bevor ich jetzt gleich zu unserer Künstlerin komme, die Jury noch einmal vorstellen. Zum einen ist es aus Salzburg Gerhard Eder, aus Reykjavik Petr Gethason, aus dem Trafo House of Contemporary Arts Andras Halmos, die Union Deutscher Jazzmusiker schickte Uli Kempendorf, Entschuldigung, Giuseppe Mormile vom Veneto Jazz, von der Musikhochschule Stuttgart und vom Jazz Open komme ich, Mini Schulz, Arne Schumacher, Radio Bremen, Jörg Süßenbach, Goethe-Institut, Ilse Westengard, Aarhus Jazz Festival und Uli Beckerhoff, kein ganz Unbekannter in dieser Stadt, war natürlich auch mit dabei. Die sind großartige Kollegen, es hat sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt, das auszuwählen. Und man muss auch sagen, bei der Vorbereitung dieses Festivals, dieses Team hier arbeitet hervorragend. Es ist nicht nur hervorragend, mit den Kollegen zu arbeiten, sondern auch mit dem Material, was man geliefert hat, bekommt. Also allerhöchste Professionalität. Großes Lob. Jetzt zu unserer Künstlerin Johanna Borchert. Wir alle waren absolut fasziniert von der Einreichung, die sie uns da gebracht hat, nämlich mit einem Soloband, quasi mit, einfach mit Klaviermusik. Da denken wir erstmal, ach Gott, Klaviermusik, da gibt es ja schon so viel. Was wir da an neuen Sounds, an Ideen, an neuen Konzepten gehört haben, hat uns alle, und zwar durch die Bank weg, überzeugt. Wir möchten das unbedingt hier haben. Sie hat uns jetzt erzählt, sie hat natürlich gleich weiter gewurstelt und gleich was Neues auf die Beine gestellt. Und das Schöne ist, Sie bekommen jetzt nicht einfach nur das präsentiert, was wir gehört haben, sondern wir hören jetzt alle schon ein Preview auf was ganz Neues, was erst im nächsten Oktober als CD rauskommt. Sie hat etwas gearbeitet mit Fred Frith, Shahzad Ismaili, gut, und Julian Sartorius, eine neue Platte aufgenommen, beziehungsweise ist gerade in Produktion. Und daraus spielt sie uns jetzt ein bisschen was und ich glaube, es wartet auch noch eine kleine Überraschung auf uns. Jetzt viel Vergnügen mit Johanna Borchert. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Ich habe noch einen Überraschungsgast dabei, der Benjamin Schindler dort drüben auf der Ecke der Bühne. Und dann gibt es noch einen zweiten Überraschungsgast, Julian Sartorius am Schlagzeug. Thank you.
Thank you.
hold on, hold on, you filthy dog. Hold on, I'm slipping out of my shoes, my shoes. There were times when everything felt so tight on me. Everything is too large, I shrink, you see. But has anyone ever managed to deceive such a witty dressmaker, dressmaker? Thank you.
Ave Maria, maiden dear, who lulls babies to sleep. Love my baby to sleep. Take it away. Take it afar and bring it back again to me. For it is but a take it to see the trees in bloom and birds in their sweet song. How happy they are when flying on and back again. Take it to see worlds far and wide, mountains and rivers to see, as well as the sea. Lapping waves and take it to see May's roses sweet and August Dankeschön. Das war ein griechisches Schlaflied. Also ich habe die Musik geschrieben, aber der Text ist ein Originaltext von einem ganz bekannten Schlaflied aus Griechenland. Thank you.
dancing on my nose. Your foolish smile burned into my brain. These laser eyes, they put me to shame. You made me feel forgetting my dues. Yeah, take of my bondage and take of my shoes. What a shame, therefore, and what for is pride? Cut up your safeties and get on the ride. Don't stop singing your love song. Keep it all ringing. Don't stop singing your love song. Keep it all ringing. Tipping on my toes. It's like a bird dancing on my nose. Your foolish smile burned into my brain. These laser eyes, they put me to shame. Don't stop singing your love song. Keep it on ringing. Don't stop singing your love song. Keep it on ringing. Thank you.
get it. Tomorrow's sun will be a plush and strewn. My friend, from nowhere, when I was small, I wash my hair with lemon soap and witness spirits and fly over. Quiet crackle with the ladybirds and grasshoppers and dills wide scrubs the season is ending the season is ending the season. Vielen Dank. Benjamin Schindler. Und vielen Dank an Licht und Ton. Vielen Dank an alle. Vielen Dank fürs Kommen.